Ja, neuer Part, neues Glück ist ein gutes Motto, wenn sich Mr. Kiwi nicht mal wieder an Spielen von Super Mario Ball macht, und das ist jetzt der Fall. Ach du Kacke. Ich will gerade ein Let's Play anfangen und da kommt Game Over. Das war jetzt echt epic fail. Also wie gesagt, neuer Part, neues Glück. Glück, na gut, also ich streng mich jetzt mal, jetzt streng ich mich richtig an. Bau. Dieses Spiel macht mich so fertig. Und ja, wie gesagt, das ist echt hardcore. Auf der Computertastatur jedenfalls für mich. Was habe ich jetzt von dem Ei? Nein, ich wollte da rein. Und wie kann ich jetzt das Yoshi-Ei benutzen? Jetzt kann ich es gar nicht benutzen. So ein Scheiß. Ah, hier bin ich gerade. Oh, meinetwegen gehe ich hier hin. Ja, und ab damit. Ach so, ich muss wahrscheinlich erst das Vieh töten. Ja. Jetzt schnell da hoch, bevor das nächste kommt, wollte ich gerade sagen. Ja, jetzt darf ich den wieder umbringen. Ach man, ist doch alles zu schwer. Komm schon. Ey. So, ja, jetzt kann ich, glaube ich, die Tür aufmachen. Wenn ich das schaffe, weil ich fast tot bin. Du schaffst das, yay. Yeah. Mario, komm. Du musst doch Peach retten. Ich meine, eigentlich muss das Spiel theoretisch eine Story haben, weil man muss ja Peach retten. Entweder bin ich zu blöd, um die Story hier drin zu erkennen, oder es gibt einfach keinen. Hallo ihr Lieben. Ach, es ist putzig wie die Quieken. Damage. Ah, ich glaube, ich muss den genau aufs Loch schieben. Kommt bestimmt irgendwie in ein Geheimlevel oder so. Warum geht er nicht aufs Loch? Ich muss den auch noch einmal richtig treffen. Yeah, Baby. Nein! Was für ein Kack. Ich habe gerade ein Geheimlevel freigeschaltet, was bei mir relativ sehr selten passiert. Also bis jetzt das erste Mal. Und dann geht es natürlich nicht weiter. Dann verliere ich natürlich wieder. Rein da. Ich will ins Geheimlevel. Wenn ich jetzt sterbe in dem Level und dann das Geheimlevel weg ist, dann kriege ich echt Aggression. Komm. Du gehst da jetzt rein. Was ist denn das für ein Kack? Ja, Mann. Ich muss noch das Geheimlevel treffen. Kackpinguin, geht da weg. Ey, ich hätte getroffen, da ist dieser Kackpinguin. Die Pinguine nerven. Jetzt rein. Warum treffe ich das Loch nicht? Jetzt. So. Wow, das ist schick. Ich glaube, ich mag das Spiel. Ich glaube, ich mag das Spiel doch. Ich habe mal so ein Geheimlevel eingebaut. Und Geheimlevel sind immer geil. Kann ich auch ertrinken?
Na, nein! Das war jetzt unklug. Habe ich den falschen Finger gezückt. Ja. Und ab damit. Ja, oh, ey. Was für eine Kacke. Ja, genau. Ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. 5 Minuten überlebt immerhin. Oh, und ich habe Kopfschmerzen. Das heißt, ich mache kurz eine Aufnahmepause. Ich mache heute eine riesen Session. Und ich würde euch vielleicht sagen, warum. Moment kurz. So, Moment. Habe ich mal schnell eine von den lustigen weißen Tabletten geschnappt, die immer so lustig sprudeln. Und soll es keine perverse Anspielung sein. Das ist mein purer Ernst. So, ich glaube, den muss man töten dann noch. Genau. So, also ich will hier mal ein bisschen reden, dass euch nicht langweilig wird, obwohl mir gerade nicht richtig einfällt, aber ich kann auch ein bisschen singen, aber das wollt ihr glaube ich gar nicht hören. So, Geräusch steht und ganz witzig, jetzt die Pinguine erwischt, das hatte ich glaube ich schon letzten Part gesagt oder Anfang dieses Parts. Ciao, ciao. Bäm, Geheimlevel. Der Sinn des Geheimlevels ist mir jetzt auch noch nicht bekannt, was ich hier machen muss. Ah, schnell. Oh, die habe ich nicht bekommen. Ich versuche einfach mal den Fisch zu erwischen da. Der da so blöd rumschwimmt. Oh. Ja, anscheinend. Da muss ich jetzt rein, glaube ich. Ach du Kacke. Also da jetzt rein. Zack. Ich habe nicht Fuck gesagt, ich habe Zack gesagt. Also gar könnt ihr mir nichts vorwerfen. Nein, das gibt's nicht. Große Emotionen hier beim Let's Play. Oh, das Toad. Komm, wir gehen zu Toad. Oh nein, jetzt macht ihm wieder seinen blöden Stand. Na, wie bezahle ich ihm sein Geld nicht, dass er nachher noch rumheult, der kleine schwule Pilz. Das kleine Berliner Kindle. Wortwitz, also wie die es nicht gecheckt haben. Pilz, nicht als Pilz, sondern als mit S. Ja, das sind so, ist so ein meiner Art Humor, die sehr, eigentlich sehr, ja, schwarzer Humor war es jetzt gerade nicht, aber sehr humorlos eigentlich. Aber ich, ja, was soll's, ich rede gerade für die Scheiße. Ah, das liegt daran, dass draußen voll geiles Wetter ist und ich nicht raus kann und es ist Ostern und ich will aber neue Parts für euch aufnehmen und ich will Super Mario Ball endlich hinter mich bringen. Ja, genau. So, das war's glaube ich schon mit diesem Part. Muss ich da schnell gucken. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, das war's mit Super Mario Ball. Tschüss.